das sind ja auch gemeine Viecher. Upp. Nein, will ich looten. Brav. Aha. Hier gibt's nichts zu holen. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Gibt's nix mehr zu holen. Nix mehr zu holen. Sagt man nix mehr. Ach, ich und meine Dialekte. Ja, kommt alle her! Geil, der Burgherr steht gleich draußen rum. Finde ich sehr angenehm. Sehr nett von Ihnen, Milord. Au. Nicht? Ja, da muss man auf Ausdrucksformen achten. Wenn ihr jemals so im Real Life einen untoten Burgherrn seht, dann müsst ihr den gleich mit eurer Lordschaft anreden. Da legen die Wert drauf, sonst werden die unleidig. Habt ihr ja gerade gesehen, der hat keine großen Faxen gemacht, auch seine Untertanen sterben. Brav, also wie es sich für brave Untertanen gehört, sterben sie folgsam. Und damit hätten wir den vierten Vasallenring. Fehlen nur noch zwei nach Adam Riese. Haben das eure Mathelehrer auch immer gesagt, nach Adam Riese? Oh, irgendwann mal hat mich das so aufgeregt. So, da brauchen wir jetzt keine Tränke nehmen. Hier ist nämlich wieder ein Bett. In der Nähe von den Skeletten ist immer ein Bett. Komischerweise. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ja, vermutlich sind die Skelette aus der ewigen Ruhe aufgewacht. Und dann haben sie sich gedacht, ach, das Bett, das können wir ja stehen lassen, falls die anderen auch noch eine Runde ratzen wollen und dann doch wieder in die ewige Ruhe zurück wollen. Das kann man sich nie so recht entscheiden, ob man jetzt doch wirklich die ewige Ruhe nicht doch zurück will. Und dafür hat man ja dann das Bett. So lief das ab. Ich kann sie garantiert... Das Schloss ist zu schwierig für mich. Warum frage ich eigentlich noch? Ich weiß schon, warum ich meinen Banditen gemocht habe. Muss ich jetzt schon mal sagen. Also Bandit war insofern schon ziemlich vorteilhaft. Man konnte einfach seine ganzen Lernpunkte für die... Ach, jetzt habe ich deine Ogerwort zu vergessen. Ist ja unverzeihlich. Also da konnte man seine ganzen Lernpunkte raushauen für Unwichtiges. Wie Banditen, wie Liebesfertigkeiten. So, und dann gehen wir jetzt mal zurück zur Vulkanfestung. Blink! Und Ladezeit. Ladezeit, Ladezeit, Ladezeit. Ich will jetzt nämlich erstmal Sachen verkaufen, die jetzt zu viel sind. Also Fälle und Waffen und das ganze Zeug. Dann will ich zum Alchemisten und die nächste Stufe lernen, sowie am besten die nächsten zwei Stufen lernen und alle Rezepte abgreifen, sodass wir schnell unsere Stärke jetzt steigern können. Stärke steigern können. Hi, Mendoza. Der Alchemist war ja Abrax. Wie viele Fläschchen... Ups. Ruckel, ruckel. Wie viele Fläschchen haben wir denn? Ach, stimmt, Siegelmagie gibt es ja dann auch noch. Ach Gott. Fläschchen haben wir 29. Ja, das können wir ja dann erstmal für die High-Level-Tränke sozusagen raushauen. Und dann für die Low-Level-Tränke. Ja. Ignatius. Ich habe einige Fragen. Ich habe einige Fragen. Wollte ich ihn gerade... Was willst du wissen? Wollte ich ihn gerade mal fragen. Ich will mehr über die Runen wissen. Ich will mehr über die Runen wissen. Ah, die Runen. Eine vielfältige Art der Zauberei. Das Wissen um die Herstellung der Runen ist in den Jahren des Krieges verloren gegangen. Wie immer in solchen Aber Fällen. Aber wir können sie anwenden, wenn wir unseren Geist dafür öffnen. Schön. Ja, Spruchrollen, Kristalle, das ist ja alles irgendwie so. Uralte Magie, wohnt in der Insel, bla bla bla. Siegelmagie interessiert uns ja jetzt noch weniger. Spruchrollen brauchen wir uns nur bedingt machen, eigentlich eher gar nicht. Ach. Sakura hat rumgefailt und deshalb muss er einfach mal hinter seinem Meister herfegen. Was machst du hier? Forschen. Ja, ja. Warum bin ich wohl sonst hier unten? Ich will mit dir handeln. Pass bloß so. Nichts an. Du bringst mir sonst noch meine ganze Ordnung durcheinander. Warum bist du hier unten? Wegen meiner Arbeit. Die Alchemie ist gefährlich. Bevor ich mit meinen Experimenten jemanden verletze, bin ich lieber hier. Recht Außerdem so. Habe ich hier meine Ruhe. Meistens jedenfalls.
Ist mal. Kannst du mir was beibringen? So seid ihr jungen Leute. Kannst du mir mal eben was beibringen? So geht das nicht. Die Alchemie ist eine schwierige Wissenschaft, die Zeit und Talent erfordert. Nee, Lernpunkte und Gold. Kannst du mir was zeigen? Ein paar kleine Kniffe kann ich dir zeigen, aber glaube ja nicht, dass das ausreicht, um in die Forschung einzusteigen. Will ich doch gar nicht. Was kannst, was du, mir kannst du mir beibringen? So, Alchemie. Unterrichte mich in der Alchemie. Ja. Aufgekocht, bla. Ja, so. Kann ich bei dir Tränke kaufen? Kann ich bei dir Tränke kaufen? Tränke, Zutaten. Sehr schön. Was? Das ist gut. Das hier brauchen wir, das hier brauchen wir. Das hier brauchen wir, das hier brauchen wir, das hier brauchen wir. Brauchen wir alle eigentlich, oder? Hab ich eins von denen schon? Nö, ich hab nur die hier. 1100 Gold. Ja, das ist ja finanzierbar. Also erstmal die ganze Scheiße hier. Lalala. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Novizenstab. Auch alles weg. Vorschlaghammer, Holzfällerachst, Alkohols, Jagdbogen brauchen wir noch. Die Elf hier. Die Schilde. Alles weg. So, hier, Jagdamulett. Brauchen wir nicht. Schutz vor Eis. Ich finde das Mana-Amulett wichtiger. Halskette, Geschicklichkeit, Schwertkampf brauchen wir sowieso nicht. Schleichen auch nicht, können wir ja. Ring, jetzt haben wir schon mehr Gold als der. Also als der Ding. Mensch. Da. Was haben wir noch? Was wir verkaufen können? Felle. Nochmal Felle. Heieiei, da kommt ordentlich was zusammen. Die anderen Sachen hier, das hier kann ich noch verkaufen, aber die anderen Sachen hier würde ich gerne behalten. Hier die Schmiederohlinge, die können wir auch verkaufen. Da habe ich keinen Bock, die extra alle... einen können wir mal behalten. Dann kann ich euch das mit dem Schmieden zeigen. So, das können wir hier... Ja, es könnten wir hier jede Menge Tränke brauen. Wobei, das können wir ja eigentlich. Wir müssen einfach nur hier lang. Achso. Stimmt, da muss man ja als Nautilus durchkrabbeln. Kurz schnell speichern, so. Aber hier gab es ja irgendwo nochmal einen Alchemie-Tisch. Irgendwo. Das auch nicht mehr so genau. Also da oben ist auf jeden Fall mal die Schmiede. Das kann ich euch jetzt... Könnte ich euch jetzt zeigen, wäre Karls nicht da. Ich könnte jetzt auch bis nachts warten, aber ich glaube, unser Meister da ist immer noch dann am werkeln. Also gehen wir jetzt mal in die Bibliothek da oben. Da gab es ja nämlich einen Gang nach unten und unten war ein Alchemietisch. Ach, jetzt fällt mir natürlich im Nachhinein ein, dass wir bei ihm auch noch Fläschchen hätten kaufen können, aber ich glaube, die 29 reichen fürs Erste. Hab gar nicht so viel Wein. Nur 12. Hier ist kein Alchemietisch. Nein. Wie komme ich auch nur auf die Idee, dass man einem Laufweg ersparen könnte? Was ist das auch für ein Unsinn? Ach, jetzt stellen wir mal einen Alchemietisch, eine ganze Festung. Moment. Das Ding da oben haben wir ja noch gar nicht betätigt, aber jetzt haben wir einen Bogen. Ah, fällt mir ein, den Bogen können wir ja mal auf die 2 legen. Achso, ja. Ausrüsten müssen wir dafür. Ach, auch wenn es scheiße aussieht. Dann muss ich nicht dann jedes Mal ins Inventar. Und zack. Und den rausholen, den wieder wegstecken. Truhe. Und nochmal von vorne. Ach. Nein. Und nochmal. Jawohl. Zack. Eile, Witz erzählen, Fläschchen und... Zack, hier ist ein Mana-Trank. Noch was. Und eine Schatztruhe. Können wir auch aufschließen. Und nochmal von vorne. Nochmal? Nein! Ich kann nur zweimal den gleichen Fehler machen. Wer sagt's denn? Ui, was haben wir hier? Eigentlich nur Müll. Außer dem Mana-Tränken. Und dem bisschen Gold.
Telekinese. Hier gab es doch irgendwo einen Alchemietisch. Weiß bloß nicht mehr wo. Hier nicht. Hier auch nicht, glaube ich. Das war hier unten. Hinten? Nee. Verdammt, wo war der? Ach, ich... Was ist das auch für ein Sauhaufen hier? Kein Alchemietisch frei. In der ganzen Festung kein einziger Alchemietisch frei. Das ist doch ein Sauhaufen. Levitationskugel. Ach, da hinten vielleicht. Ja, da ist er. Ach, so, wunderbar, wunderbar. Stärke. Mana. Steigert das Mana dauerhaft. 5 Heldenkronen haben wir. Wir brauchen dafür jeweils 10 Beeren. Ein Fläschchen. Ja gut, das ist ja vertretbar. Dann würde ich sagen... Das Mana ist natürlich schon wichtig, aber Stärke auch. Das gibt es dann später noch. Es gibt noch Leben. Aber das ist nur semi-interessant. Eigentlich das, was wir jetzt hier brauchen, ist Mana. Ja, eigentlich nur Mana. Ich will ja Magier machen, also mache ich jetzt hier 5 Mana-Trinker. Was soll der Geiz? Heldenkronen findet man später noch ein paar, also... später. Gute Arbeit. Ja, immer schön selbst loben. Und gleich alle weghauen. Und gluck, gluck, gluck. Und gluck, gluck, gluck. Und gluck, gluck, gluck. Und gluck, gluck, gluck. Und vielleicht noch einmal. Ah, so, ohne damit. Jetzt bin ich mir uneinig. Ich glaube, ich mache immer Maximum. Also das, was geht, das geht. Machen wir gleich nochmal die großen Mana-Tränke. Aha, aha, aha. Aha, aha. Ja, ja, ja. Immer schön davon und jetzt wegkippen und dann passt das. Sehr schön. Dann können wir die großen Mana-Tränke vielleicht auch gleich in die Leiste ziehen. Nicht doch. Nein, ich lasse sie mal. Oh, da geht's ja runter. So, damit hätten wir gleich viel mehr Mana. Nämlich 95, fast 100. Und wir haben noch 15 Lernpunkte. Das heißt, soll ich gleich nochmal einen für die Kristallmagiere aushauen? Also wir haben gleich wieder 10 Lernpunkte, die wir dann dafür verschwenden. Und eigentlich wollte ich ja Taschendiebstahl nicht unbedingt, aber Schlösser knacken auf jeden Fall noch maxen. Der Typ hier war... Der war Feuer, oder? Unterrichte mich in der Magie. Jo, der war Feuer. Ey, bist du Feuer? Nein, Mann. Ich bin Eis. Apropos Eis. Den Kristall können wir uns auch mal holen. Einfach so mal, damit ich das zeigen kann. Hier, Vitus. Was kannst du mir beibringen? Der war, glaube ich, Kristall, ne? Magisches Geschoss. Ja, genau, Kristall. Magisches Geschoss. Lernen wir. Lehre mich dein Wissen über das magische Geschoss. Die Macht deiner Geschosse reicht nicht aus, um jeden Gegner sofort zu töten. Doch ihre verheerende Kraft ist stark. Ah ja. Und dafür zahle ich dir jetzt 400 Gold. Dazu fehlt es dir noch an Erfahrung. Nee, an Lernpunkten eigentlich. Aber naja, wir haben ja alle so unsere kleinen Mängel. Das Geile ist ja, dass Mana-Verbrauch gleich bleibt. Upp. Ich habe hier das. Sehr gut. Ich habe sehr. 500 Gold. Unterweisen. Wir können los. Hier ist. Geil. Jetzt haben wir noch einen Frostkristall. Den kann ich gerade mal ausrüsten und zeigen, was man so mit dem macht. Also, der ist wie der Feuerkristall, dass man ihn auflädt. Jetzt muss ich gerade mal jemanden suchen, den nicht unbedingt. Gut, wenn man irgendwo runterspringt, dann bricht die Magie sofort ab. Jetzt muss ich gerade mal jemanden finden. Muss doch was rumrennen.